herzlich willkommen zusammen zurück hier am Kanal mit einem neuen Update. Und zwar von der Other Worlds Mod von Ice Bison gibt es jetzt hier eine Version, mit der man zu 15, ihr seht es hier unten, zu 15 auf einem Among Us Server spielen kann. Wir sehen hier in Klammer auch die aktuelle Lobbyzeit, wann die ausläuft. Wie das Ganze möglich ist, in diesem Video. Was ihr dazu braucht, ist unter anderem ein eigener Server und das ganze Paket, wie ihr das entsprechend einrichtet. Wie kommt ihr an die ganzen Tools? Alle Links sind unten entsprechend in der Videobeschreibung und ich erkläre euch jetzt Schritt für Schritt, wie ihr das Ganze entsprechend einrichten könnt. Zunächst mal brauchen wir die neue Mod. Wo bekommen wir die her? Natürlich von GitHub hier. Den Link hierhin findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Aktuell gibt es hier ein Update. 2.2.2 ist gerade mal 2 Stunden entsprechend alt. Inzwischen gibt es hier in der Other Worlds auch viele, viele neue Rollen, beziehungsweise manche alte Rollen, die ich in einem Video von vor ein paar Wochen erklärt hatte, haben sich etwas geändert. Wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, wie sich die Rollen geändert haben, was die jetzt können, gibt ein extra Video, verlinke ich euch entsprechend oben in der Ecke. So, ihr geht entsprechend hier unten auf den Releases und könnt hier entsprechend dann die neueste Version herunterladen. Wenn ihr entsprechend die Datei runtergeladen habt, fügt ihr die entsprechend in eure Among Us Kopie ein, wo ihr der Other Worlds drin habt, entpackt ihr hier drin und dann müsst ihr als erstes einmal Among Us starten. Für all die, wo eine ausführlichere Beschreibung brauchen, wie kommt man zu dem Pfad, wie kopiert man Among Us, wie installiert man der Other Worlds im Detail, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, einfach genauso wie dort machen, damit ihr das entsprechend dann, wie ich hier, installiert habt. Nachdem ihr nun einmal Among Us gestartet habt, müsst ihr hier reingehen in pep.inx. Dann gibt es hier einen Config-Ordner und hier gibt es eine Datei me.icebison.otherworlds.cfg. Diese müsst ihr bearbeiten. Und zwar müsst ihr hier Folgendes eintragen. Ihr müsst hier eure IP-Adresse eintragen und ihr müsst hier entsprechend euren Port eintragen von eurem Server. Wie ihr entsprechend den Server einrichtet, dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Wenn ihr das Ganze hier eingetragen habt, der Server läuft, dann könnt ihr entsprechend Among Us wieder starten und dann kommen wir hier entsprechend schon direkt rein. So, wir gehen hier auf Online, wählen hier unten in der Ecke Custom Region aus und sagen Create Game. Die Airship, wir können jetzt hier sagen, mit wie vielen Leuten wir spielen möchten, wie viele Imposter, so weiter und dann sagen wir Confirm und schon sind wir in der Lobby drin. Genau, da ist er. Und die Zeit läuft entsprechend runter. Ja, so einfach geht es. Entsprechend mit dem neuen Update. Props gehen raus an Ice Bison. Vielen, vielen Dank für die coole Mod. Zum Schluss noch ganz wichtige Infos. Und zwar, ihr braucht alle dieselbe Among Us Version. Ihr braucht alle dieselbe Mod-Version. Ihr braucht, also einer, wo den Server stellt, der muss den Server am Laufen haben. Alle, wo mitspielen wollen, die brauchen entsprechend den Patcher, den ich erklärt hatte, wo wir entsprechend den Server aufgesetzt haben. Und wenn ihr das alles entsprechend beachtet, plus die paar Kleinigkeiten, die ich jetzt auch noch erklärt hatte, sollte dem nichts mehr im Wege stehen. Und ja, ist leider aktuell nur mit der Steam-Version, dass es funktioniert. Ich hoffe, euch hat die kleine Vorstellung hier gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.